Bei Bolsa Familia und bei dem Bürgergrundeinkommen gibt es zwei Gesetze. In 2004 wurde diese Bürgerinitiative und Bolsa Familia am 9.01.2004 eingeführt. Und sie stehen miteinander in Verbindung. Warum? Nun, das Gesetz zum Grundeinkommen der Bürger sagt, dass es ein gerechtes Einkommen sein soll. Und es soll an alle Einwohner Brasiliens gehen, die schon seit 5 Jahren oder länger in Brasilien leben. Sie bekommen ein Grundeinkommen, um ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen, wie zum Beispiel Gesundheitsvorsorge, Bildung und Lebensmittel. Dieses Grundeinkommen wird mit dem Fortschritt des Landes immer weiter erhöht. Natürlich muss man da die Haushaltsbeschränkungen beachten. Aber es gibt einen Paragraphen in diesem Gesetz, das sagt, dass das Grundeinkommen der Bürger, welches 2005 beginnen soll, Schritt für Schritt eingeführt wird. So werden die Ärmsten besonders berücksichtigt. Luis Enrique da Silva Paiva hat jetzt seit vielen Jahren daran gearbeitet. Er hat mit der Regierung zusammengearbeitet und unter da Silva und er ist jetzt der Staatssekretär und ist für dieses Projekt verantwortlich. Also Staatssekretär, das bezeichnet denjenigen, der in der Verantwortung steht. Er verwaltet Bolsa Familia. Er ist auch Staatssekretär für dieses Grundeinkommen der Bürger. Er beachtet das Gesetz, das für dieses Grundeinkommen der Bürger ins Leben gerufen wurde. Er hat also ziemlich viel Verantwortung. Er kommt heute hier zum Internationalen Kongress von Bien. Und ich möchte Sie alle daran erinnern, dass im August 1996, als Philipp van Parijs nach Brasilien kam, er war damals eingeladen von der Universität São Paulo und der Universität von Rio de Janeiro. Er hat dort einen Vortrag gehalten und wir waren damals auch schon befreundet. Wir hatten Philipp van Parijs in London getroffen und auch viele von ihnen waren damals da. Klaus Orfe zum Beispiel oder auch Guy Standing. James Edward Mead, but the daughter of James Edward Mead in that London conference. Bei dieser Konferenz in London gab es eine Ehrung. Wir haben James Edward Mead geehrt für all das, was er geschrieben hat. Und zwar die Wirtschaftspolitik für die Labour-Regierung 1995 bis 1998. Dazu hat er viel geschrieben. 1989, 92 und 95, also Trilogie über eine Utopie, eine utopische Vorstellung. Im letzten Seminar habe ich schon auf ihn Bezug genommen. Im August 1996 habe ich Präsident Fernando Henrique Cardoso, Philippe von Paris zu einer Audienz mit Herrn Cardoso mitgenommen und mittlerweile ist Herr Cardoso leider gestorben. Wir haben dort Herrn Cardoso und sein Team getroffen. Wir haben diskutiert über diesen garantierten Mindestlohn oder eine negative Einkommensteuer. Wir hatten in einigen Orten in Brasilien schon Erfahrungen damit gemacht, mit dem Programm zur garantierten Mindestlohn, was dann auch zu mehr Bildung führte, etc. Also die Erfahrung, die wir vor Ort gemacht hatten mit diesen Programmen, die wir in den verschiedenen Bereichen bei Campinas zum Beispiel gemacht haben oder Belém und auch in anderen Orten,
Aus dieser Erfahrung, da kam sehr viel Positives heraus, positive Ergebnisse. Sechs Abgeordnete des Kongresses haben daraufhin vorgeschlagen, dass die Gesetze zur Unterstützung dieser Gemeinden, Gemeinden, die also Programme in dieser Hinsicht ins Leben gerufen haben, dass es dazu Gesetze geben sollte. Philippe Vanparis hat dem Präsidenten Cardoso gesagt, dass er ein Ziel verfolge. Das Beste wäre ein unbedingtes Grundeinkommen. Es wäre natürlich schwierig, dies sofort einzuführen. Aber die Familien sollten so lange dieses Grundeinkommen bekommen, wie ihre Kinder zur Schule gehen. Ein Problem in Brasilien war damals, dass sehr viele arme Leute ihre Kinder zum Arbeiten geschickt haben, wenn sie nur 7 oder 10 Jahre alt waren. Die Kinder gingen damals nicht zur Schule. Philipp Vanparis hat also gesagt, dass dieses garantierte Grundeinkommen auch Möglichkeiten in der Bildung schaffen würde. Man würde so in Human Resources investieren. Es wäre ein guter Schritt. Und Präsident Cardoso hat grünes Licht gegeben. Der Kongress konnte so also die Projekte verabschieden, Projekte zum garantierten Grundeinkommen, und zwar so lange, wie die Kinder zur Schule gingen. Und später dann auch so lange, wie die Eltern die Kinder immunisiert haben, zur Impfung gebracht haben. Dann gab es andere Programme noch, und Präsident Lula, dessen Hauptziel ist, den Hunger in Brasilien auszuradieren, hat auch ein Programm ins Leben gerufen. Es gibt Lebensmittelmarken. 50 Real pro Monat sind sie wert. Dies geht an die Familien, solange dieses Geld für Lebensmittel ausgegeben wird. Im Oktober 2003 wurden diese Programme rationalisiert und zusammengefasst. Das sind jetzt Bolsa Familia, das eine Programm. Luis Enrique wird später noch darüber sprechen und dazu mehr erklären. Ich möchte nur sagen, dass ich immer mehr davon überzeugt bin, dass das Grundeinkommen der beste Vorschlag ist, das Beste, was wir machen können. In den vergangenen Monaten war ich viel in Brasilien unterwegs. Ich habe mit den Bürgermeisterkandidaten gesprochen. Ich habe ihnen gesagt, dass man Erfahrungen machen muss vor Ort mit dem bedingungslosen Grundeinkommen für die Bürger, auch wenn sie das erst Schritt für Schritt einführen. Ich war auch bei dem Kandidaten für meine Partei, der Arbeiterpartei. In seinem Wahlbezirk hat er einen Plan erstellt. Er hat gesagt, dass er für die Einführung des unbedingten Grundeinkommens ist, zusammen mit der Staatsregierung. Und wenn wir das jetzt nicht beim 15., dann vielleicht beim 16. Kongress schaffen von Bien, das wäre toll. Ich würde mich freuen, wenn ich Ihnen dann berichten könnte, wo wir dann stehen. Vielleicht haben wir dann auch schon ein unbedingtes Grundeinkommen für alle Einwohner Brasiliens eingeführt. Jetzt gibt es 194 Millionen Brasilianer. Bruna wird noch von ihren Erfahrungen berichten. Erfahrungen mit einer Gruppe von Menschen, die so enthusiastisch waren, dass sie dies schon in einem kleinen Dorf eingeführt haben.
Francisco Nóbrega wird morgen über die Erfahrungen vor Ort sprechen. Die erste Gemeinde Brasiliens hat jetzt nämlich ein Gesetz verabschiedet, ein Gesetz zur Einführung des unbedingten Grundeinkommens. Nächstes Jahr wird San Antonio do Pinhal, die erste sein, dessen Vorschlag vom Gemeinderat schon verabschiedet wurde. Man kann natürlich 6.600 Einwohnern nicht sofort ein Grundeinkommen zahlen, aber der Vorschlag wurde schon angenommen. Diejenigen, die dort geboren sind, sollten im ersten Jahr dieses Grundeinkommen bekommen, ungefähr 100 Leute. Also es ist ein möglicher Schritt. Und irgendwann werden wir es allen Einwohnern anbieten können, allen Weltbürgern, allen Einwohnern dieses Planeten. Vielen Dank.